So, wir haben hier eine Aussage, die schreibe ich mal schnell hin. Für n größer gleich 3 gilt, es gibt keine Primzahl. P, die kleiner gleich n ist, mit P teilt n Fakultät minus 1. So, also, ich habe eine natürliche Zahl, größer gleich 3, und dann gibt es keine Primzahl, die kleiner gleich dieser natürlichen Zahl ist, die n Fakultät minus 1 teilt. Warum n größer gleich 3? Na, man kann überlegen, wenn n gleich 2 wäre, dann hätten wir hier stehen 2 Fakultät minus 1. 2 Fakultät ist 2, 2 minus 1 ist 1. Das ist sowieso sinnlos an der Stelle, ne? Weil es sowieso keine Primzahl p gibt, die 1 teilt. Also, Sinn macht die Aussage erst für n größer gleich 3. Und ja, jetzt soll man zeigen, dass es keine Primzahl gibt. Und wenn man zeigen soll, dass es keine Primzahl gibt, dann bietet sich oft an, einen Widerspruchsbeweis zu machen. Nehmen wir mal an, es gibt so eine Primzahl, ne? Annahme: Es existiert eine Primzahl mit folgender Eigenschaft: p kleiner gleich n und p teilt n Fakultät minus 1. Das müssen wir zum Widerspruch führen. Ja? Also angenommen, wir haben so eine Primzahl gefunden. Gucken wir uns mal n Fakultät näher an. N Fakultät. Was bedeutet nochmal n Fakultät? N Fakultät ist das Produkt aller Zahlen, die kleiner gleich sind als n. Also n mal n minus 1 mal n minus 2 mal Punkt, Punkt, Punkt mal 3 mal 2 mal 1. Ne? So, also ich multipliziere alle Zahlen, die kleiner gleich sind als n miteinander und dann kommt n Fakultät raus. Das bedeutet aber doch, für alle m aus den natürlichen Zahlen gilt, wenn m kleiner gleich n ist, dann teilt m n Fakultät. Also, für alle natürlichen Zahlen gilt, wenn m kleiner gleich n ist, dann teilt m n Fakultät, weil n Fakultät ja gerade das Produkt aus allen kleineren Zahlen ist, ne? Dementsprechend muss eine kleinere Zahl als n oder gleich n, ne? Also eine Zahl kleiner gleich n, muss n Fakultät teilen. Das bedeutet aber also, da unser p kleiner gleich n ist, teilt p n Fakultät. So, p teilt n Fakultät. P muss hier irgendwo drinstecken in dem Produkt. Jetzt teilt p n Fakultät und p teilt n Fakultät minus 1. Und da haben wir mal was Praktisches gezeigt, nämlich, wenn eine Zahl t eine Zahl a teilt und t teilt eine Zahl b, dann teilt t auch a minus b. Ne? Wir können hier die beiden Zahlen voneinander subtrahieren oder wir können sie auch addieren, aber das brauchen wir an der Stelle hier nicht. Das heißt, wir können einfach mal die Differenz bilden von, also wir wissen, p teilt n Fakultät und p teilt n Fakultät minus 1, also teilt p auch die Differenz, also teilt p auch n Fakultät minus n Fakultät minus 1. So, was kommt da raus? N Fakultät minus n Fakultät plus 1 ist gleich, also daraus folgt p teilt 1. Ist ja klar, okay. P teilt n Fakultät, p teilt n Fakultät minus 1, die Differenz ist ja gerade 1. So.
Und das kann nicht sein, ne? Es gibt keine Primzahl, die die 1 teilt. Also Widerspruch.